Und das ist auch so ein Thema, worüber ich sprechen wollte. Habe ich noch keine Ahnung, worum es geht? Eine Woche Friseurtermin. Seid ihr bereit für meine Haare? Hallo, meine Lieben, zurück zu... Okay, sorry. Hallo, meine Lieben, zurück zu einem neuen Video. Ich dachte, ich nehme euch auch wieder so über ein paar Tage mit, eventuell auch eine Woche, weil ich diese Woche alleine bin. Mein Freund ist Skifahren und ich bin nicht mitgegangen, um auf Zoe aufzupassen aus dem Grund. Und ja, ich wollte ein bisschen in der Hinsicht Geld sparen, weil wir ja dieses Jahr nach Amerika gehen und mir das dann wichtiger war. Wir machen jetzt Pancakes und ich dachte, ich nehme euch auf jeden Fall so ein bisschen über die nächsten Tage mit. Ihr seid viel zu weit weg. Und ja, ich verbringe die Zeit alleine. Ich will meine Nägel machen, weil die sind schon seit 3 Wochen, hält das. Oh mein Gott, ich bin so begeistert. Seit 3 Wochen habe ich das drauf. Und ja, die will ich entweder heute oder die nächsten Tage frisch machen und eine neue Farbe drauf machen. Und weil die mir jetzt mittlerweile relativ lang sind, ich treffe mich nachher mit einer Freundin zum Spazieren und ja, lesen werde ich und einfach so mal die Zeit zu Hause alleine verbringen. Mal schauen, wie die Woche auch wird. Deswegen brauche ich euch als Gesellschaft dabei. Aber jetzt, Pancakes. Nicht so sicher, ob das das Beste ist, um es gegen die Gardinen zu filmen, weil es vom Licht her nicht so gut ist, glaube ich. Aber ich finde die Seite einfach schöner und ich sitze mal hier. Das sind meine Pancakes. Der Teig war jetzt nicht süß, also ich bin gespannt, wie die jetzt schmecken. Ganz ehrlich, wenn die einfach sonst nicht so süß sind, muss man einfach süße Sachen draufhauen. Bin jetzt nicht 100% überzeugt. Aber ich glaube, mit süßen Sachen drauf wird es besser. In einer Woche ein Friseurtermin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sogar noch in diesen Vlog packe oder nicht, weil so weit im Voraus weiß ich natürlich nicht, wie viel Videomaterial das immer ist und ob das sich sonst auf 2 Vlogs lohnt. Aber es wird wieder eine Haarveränderung geben und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil meine rötlich gefärbten getönten Haare sind ja relativ rausgewaschen schon und ich bin bereit für was anderes jetzt, ein bisschen wieder der Schnitt und an der Farbe was machen, weil es halt sieht einfach gerade nicht nach was aus. Bin schon sehr gespannt. Ich habe jetzt nochmal mein Outfit gewechselt. Irgendwie habe ich das davor nicht so gefühlt und Tasche ist gepackt. Ich gehe jetzt los. Ich habe auch meine Sporttasche gerichtet, dass ich die mit ins Auto nehme, falls ich jeder nach noch in Sport gehen möchte, weil das da in der Nähe ist. Und so habe ich einfach die Option. Mal schauen, ob ich das überhaupt mache. Aber die Option ist da. Und bin ich jetzt so der Typ Mensch, der einfach noch ein Buch mitnimmt, einfach just in case, auch wenn ich mir 100% sicher bin, dass ich es nicht lesen werde? Nein, ich lasse das hier. Ja, aber let's go! Ich komme gerade zurück und Classic Amy Move. Ich habe natürlich nichts gefilmt, aber ich war im Sport noch. Es war richtig schön, einfach eine Riesenrunde draußen spazieren zu gehen. Und jetzt komme ich nach Hause und die Sonne scheint. Und Leute, ich habe mir, falls ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, so eine Disco-Kugel gekauft. Und es ist wirklich so cool, weil wenn die Sonne jetzt hier reinscheint, einfach alles so schön ist mit diesen Pünktchen. Also ihr seht es jetzt auch da oben, aber ich finde es einfach so hübsch und es macht
irgendwie die Atmosphäre in der Wohnung so nochmal tausendmal besser. Also, falls ihr eurer Wohnung so ein kleines Upgrade geben wollt, kann ich sowas sehr empfehlen. Und wenn dann auch eine große Kugel, also ich glaube, das ist jetzt die Größe M oder sowas, ich kann das auch gerne unten nochmal in meiner Amazon Storefront verlinken, weil ich habe auch so kleine am Fenster und die bringen jetzt nicht so viel, also zumindest nicht bei mir. Das sind nämlich so, ja, ganz kleine und die machen auch so ein paar so kleine Pünktchen, aber die große in der Sonne macht definitiv mehr aus. Ich liebe das total. Gestern Abend gab es Ofenkartoffeln und ich habe selbst gemacht Hummus gemacht. Und das sind so diese veganen Köttbullar vom Ikea und einfach noch eine Karotte so zum Snacken. Was hast du gemacht ohne mich? Meine Freundin hat einen Hund. Und das muss natürlich Zoe jetzt direkt beschnüffeln, weil ich bestimmt sehr nach Hund rieche. Ich habe jetzt auch richtig Lust, meine Nägel neu zu machen, weil die schon recht rausgewachsen sind. Und ich bin einfach so begeistert, dass sie jetzt 3 Wochen gehalten haben. Also ich bin wirklich ein Mensch, der super selten seine Nägel macht. Ich war noch nie bei einer Maniküre. Und ich finde Nagellack voll häufig so nervig, weil der bei mir einfach nach 2-3 Tagen wieder absplittert. Und ja, es lohnt sich dann nicht. Und jetzt habe ich die Nägel von Maniko getestet. Und ich bin so begeistert, dass es einfach 3 Wochen hält. Und vielleicht auch natürlich noch länger, aber mir sind sie jetzt einfach zu lang, meine Nägel, deswegen will ich sie neu machen. Ich habe so viele Komplimente auf der Arbeit bekommen und auch in meinem Umfeld. Und ja, es macht mich richtig, richtig glücklich. Und deswegen freue ich mich, das jetzt mit euch gemeinsam zu machen. Ich bräuchte eigentlich von euch gerade die Meinung, welche Farbe ich als nächstes aussuchen soll. Weil das war die letzte Farbe, die ich drauf gemacht habe. Und jetzt habe ich die hier zur Auswahl. Im Starter-Set sind 3 deiner Wunschfarben enthalten, ein Remover-Pen und die UV-Lampe. Und so einfach geht's. Die Nagelhaut mit dem Stäbchen etwas zurückschieben, dann mit einem Alkoholpad reinigen, deine Wunschfarbe auswählen. Das finde ich natürlich ein bisschen schwieriger. Ich schneide dann immer noch den Gelstreifen in 2 Hälften, um das für die andere Hand mitnutzen zu können. Und dann gut festdrücken, mit der Nagelfeile waagerecht abfeilen, damit das einfach schön sauber ist, unter die UV-Lampe. Und schon hast du die Nägel für die nächsten 3 Wochen. Und ich finde, das ist einfach richtig, richtig schön. Nägel sind fertig. Ist richtig ungewohnt, jetzt so helle Nägel zu haben, weil ich da vorher das Grün hatte und ich mochte das Grün richtig gerne. Das ist jetzt richtig schön frühlingshaft und ja. Das richtig Gute ist jetzt einfach, ich habe für 3 Wochen meine Nägel und ich war sonst nie ein Nail-Girlie, aber ich liebe es voll. Also ich verlinke dir alles auch unten in der Infobox, falls du Maniko auschecken möchtest. Und jetzt werde ich mir was zu essen machen, weil ich richtig Hunger habe. Ja, ich habe jetzt Kürbissuppe gemacht und dann einfach so ein Brot auf der Seite mit ein bisschen Butter. Und die ist mir ein bisschen arg flüssig geworden. Also ich bin jetzt gespannt, wie es ist. Also schmeckt jetzt nach 5-mal Abschmecken. Und ja, dann esse ich einfach noch so Brot dazu. Ich habe mir übrigens jetzt auch so eine Sunset-Lampe gekauft und ich bin obsessed damit. Das ist so schön. Draußen ist es dunkel und natürlich habe ich jetzt da hinten Licht an, aber es macht so ein angenehmes Licht und ich bin so glücklich dabei. Und ja, irgendwie finde ich das richtig, richtig schön und gemütlich. Also, man hat gemerkt vielleicht, dass ich die letzten Tage so ein bisschen so ein Kaufopfer war. Also, ich meine, die Disco-Kugel und die Lampe und die Sticker habe ich alle zusammen gekauft. Nur die Sunset-Lampe habe ich noch nicht gezeigt, weil ich erst wissen wollte, wie ich sie finde. Und ich liebe sie. Ich finde die so toll. I mean, look at this. So schön einfach. Ich liebe dieses Getränk. Cheers.
Die Woche ist, um ehrlich zu sein, anders verlaufen, als ich es geplant hatte und als ich eigentlich filmen wollte. Ich bin die Woche ja alleine zu Hause und deswegen dachte ich, es ist richtig schön, euch mitzunehmen bei allem. Und ja, dann wurde ich von Dienstag auf Mittwochnacht krank mit Fieber, Schüttelfrost, extreme Gliederschmerzen und konnte gar nichts mehr machen. Und ich hatte mir Sachen vorgenommen, also einfach euch hier mitzunehmen und das auch so zu zeigen, wenn man allein ist, was man Schönes machen kann. Ich hatte Verabredungen vorgenommen und sowas. Und das musste ich natürlich alles absagen, weil Gesundheit geht vor und ich konnte ja auch nichts machen und war dann auch krankgeschrieben. Und das ist auch so ein Thema, worüber ich sprechen wollte. Vielleicht geht es dir da ähnlich oder vielleicht. Mir sind so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen, wieso es einem manchmal schwerfällt, beziehungsweise auch jetzt mir, ich will ja jetzt nicht auf andere schließen, sich krank zu melden und einzugestehen, dass man vielleicht Ruhe braucht. Und ich lerne ja dieses Jahr deutlich mehr schon Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, wenn ich mal was nicht machen möchte, wenn ich was vielleicht auch nicht schaffe oder sowas oder wenn mir was zu viel ist. Und für mich war das am Mittwoch extrem schwer. Ich sehe mich mit der Brille gar nicht richtig. Für mich war das am Mittwoch richtig schwer zu sagen, dass ich nicht arbeiten kann und das einzugestehen, weil es war wirklich eine schlimme Nacht. Und sonst, weiß nicht, frage ich halt immer meinen Freund so und frage seine Meinung nach. Und auch wenn mir dann Leute mal sagen, so hey, bleib lieber zu Hause, fällt es mir richtig schwer, nochmal zu sagen, okay, es ist zu viel, der Körper braucht Ruhe. Und für mich war das dann auch so das Zeichen, wenn ich wirklich Fieber habe, dann bleibe ich natürlich zu Hause, weil es hat ja gar keinen Sinn und ich will auch nicht andere anstecken. Aber dieses so, eigentlich geht's doch, aber auf der anderen Seite auch braucht der Körper Ruhe. Und sowas fällt mir richtig schwer einzugestehen und dann auch nach sich zu schauen oder nach mir halt selber zu schauen und Pausen zu geben. Vor allem, wenn man dann auch wieder merkt, dass es einem ja besser geht und man ja wieder was machen könnte, man zwar noch krankgeschrieben ist. Und ich finde, es ist dann auch natürlich wichtig, weiterhin sich auszuruhen, was mir richtig schwer fällt, weil sonst einem Sachen zu schnell überanstrengen wieder. Schnitt Amy hier. Ich glaube, das Eigentliche, was ich sagen wollte, mir fällt es schwer, einfach mich auszuruhen und dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. In der Hinsicht, wenn es mir schon besser geht und man ja schon wieder arbeiten könnte und dann einfach noch weiterhin Pause zu haben, weil ich super schnell ein schlechtes Gewissen habe und in der Hinsicht, weil ich keine anderen Symptome hatte, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ja was machen könnte, aber was kontraproduktiv ist einfach und das dürfen wir alle lernen und ich besonders, weil es heißt ja nicht, dass es einem wieder gut geht, weil mich dann so eine Kleinigkeit wie Essen kochen angestrengt hat und ich den ganzen Tag auch nur auf dem Sofa gelegen hat und nichts gemacht habe, aber dieses schlechte Gewissen. Das wollte ich damit sagen. Aber jetzt weiter mit dem Vlog. Ich hatte jetzt natürlich auch Sorge, dass das Video natürlich dann viel zu kurz und zu langweilig ist. Deswegen gibt es ein Bücher-Update. Zum einen habe ich das Buch hier beendet. Und ich fand es richtig, richtig schön. Auch wenn es auf Goodreads vielleicht nicht so super wegkommt. Aber mir hat das Buch richtig gut gefallen, weil es einfach so ein easy Read für zwischendurch war. Und mich so, ich habe einfach die ganze Zeit drüber nachgedacht, als ob das so quasi Taylor Swift ist. Und dadurch fand ich es irgendwie noch cooler dann. Es geht um Riley, die mit Liebes-Heartbreak-Songs berühmt geworden ist. Und es ist eine verzwickte Liebesgeschichte, sagen wir es mal Second Chance Love. Und ich fand es richtig, richtig süß. Und dann habe ich den zweiten Teil von Infinity Falling gelesen. Hat mir auch richtig gut gefallen. Und da geht es um die Perspektive, falls ihr den ersten Teil gelesen habt, aus der Sicht der Manager und um denen ihre Liebesgeschichte. Das ist eher so Enemies to Lover. Hat mir auch richtig gut gefallen. Und dabei, weil ich den ersten Teil hatte ich auf dem Kindle gelesen und dachte mir jetzt, ich will das dann auch ins Bücherregal stellen. Pro-Tipp. Ich habe mir jetzt bei Vinted einfach secondhand den ersten Teil gekauft, bei jemandem, den ich haben wollte mehr. Und habe mir so noch zwei andere Bücher gekauft, die müssten jetzt in den nächsten Tagen eintreffen. Und dadurch, dass ich das ja eh schon hatte, dachte ich mir, kann ich so ein bisschen Geld sparen und ja, mir meine Büchersammlung finanzieren. Und jetzt fange ich als nächstes The Do-Over an. Habe ich noch keine Ahnung, worum es geht. Es ist ein Rom-Com und ich bin sehr gespannt. Also ich habe gerade mal 20 Seiten gelesen gestern Abend vorm Schlafengehen und das werde ich jetzt die nächsten Tage lesen und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber das so zu dem kleinen Bücher-Update.
Und ich liebe das gerade auch, meine Bücher ins Bücherregal zu stellen. Und ja, man merkt vielleicht, dass ich mich die letzten 3 Tage mit niemandem unterhalten habe. Dass ich deswegen hier gerade viel rede, aber das war jetzt schon wieder anstrengend. Deswegen sehen wir uns nachher wieder. Ich finde Spinat und Pfannkuchen ist so eine geile Kombi. Und dazu schaue ich gerade einen Vlog. Die Sonne kam heute raus. Richtig, richtig schön. Ich dachte, ich zeige euch nochmal meine Haare davor. Ich bin noch recht unschlüssig, was ich jetzt mache. Also natürlich, was von der Länge kommt weg. Also so Spitzen schneiden. Aber farblich lasse ich mich jetzt mal beraten, weil ich es mir wieder vorstellen kann, auf blond zu gehen. Auf der anderen Seite fände ich auch braun ganz cool. Deswegen, ja, frage ich mal, was meine Friseurin meint. Und ja, ist so schön hier mit dem Licht jetzt. Gestern habe ich noch gesagt, dass ich Bücher bestellt habe, beziehungsweise unterschiedliche. Und es kam gerade eins. Dachte ich, muss ich direkt mit euch auspacken, weil ich nicht weiß, welches. Oh. Infinity Falling, der erste Teil. Das Gute ist, das habe ich auch schon direkt gelesen. Also kann es direkt ins Bücherregal. Geil. Ja, also falls ich jetzt von jemand anderen auch eine, wie sagt man, Kaufsucht mit unterstütze, vielleicht spart ihr dann ein bisschen Geld. Irgendwie hätte ich auch mal richtig Bock, das Bücherregal noch so umzuräumen. Also ich habe das erst vor kurzem gemacht, wieder so ein bisschen farblich hier. Aber ja, irgendwie hätte ich Lust. Und du kommst jetzt hier dazwischen. So. Seid ihr bereit für meine Haare? Was ganz, ganz anderes. Ich finde es irgendwie richtig, richtig cool. Also, ich wollte ja braun werden und ich hatte mit ihr, meiner Friseurin halt gesprochen und sie hat gesagt, also braun ist was ganz anderes, deswegen ist das jetzt so eine Tönung für dunkelblond, damit man den Ansatz nicht mehr so sieht und ja, so der Übergang auch besser ist und ich habe diesen Wildchild Poppy Moment, die von ihren blonden Haaren auf braun wird und ich finde es richtig cool. An der Stelle dachte ich mir auch, dass ich das Video beende. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.